Do you all speak German or English? Or both? Does matter. Ha? Huh? Ja, also meine Muttersprache ist Deutsch, aber... Okay. Ja, ich wollte wissen, wer im Raum ist, beziehungsweise woher ihr kommt. Also... Aus Bayern! Aus Hamburg? Also Freifunk Hamburg. Ja, beide. Und du? Was sagst du? Ich komme aus Leipzig. Aus Leipzig. Alles klar. Cool. Berlin? Freifunk Berlin? Okay. Und da ist noch Clemens, den kenne ich. Alles klar. Ja, cool. Ja, wer kennt Alter Mundi von euch? Du kennst Alter Mundi, Clemens kennt Alter Mundi. Ihr kennt Alter Mundi noch nicht. Okay. Ja, also grundsätzlich ist es ähnlich wie Freifunk und dann doch wieder nicht, weil es ein Projekt ist, das vor allem mit Menschen arbeitet in ländlichen Regionen, die auch kein technisches Knowledge haben. Also es ist im Vergleich für mich halt, im Vergleich ist es weniger, also es ist nicht so männerdominiert. Aber ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, deshalb frage ich jetzt, oder es würde mich halt auch interessieren, was in Deutschland so, wie es ausschaut bei euch. Also eure Netzwerke sind in der Stadt, oder? Es gibt auch ländliche Projekte, ne? In Deutschland einige. Ja, okay. Ja, aber auf alle Fälle in Argentinien und in Lateinamerika, wo wir normalerweise eingeladen werden, ist es eher sehr ländlich, also die Infrastruktur. Und es gibt halt zum Beispiel auch keine Alternative für, also es gibt keine andere Möglichkeit, sich zu verbinden mit Internet. Oder es gibt zum Beispiel nicht einmal Telefonanschlüsse. Genau, und so hat Alter Mundi auch begonnen vor hace cuántos años? We started with the community network thing under the name Alter Mundi in 2012, but we have individually been working with community networks since 2003 and so on. Ja, genau. Und Alter Mundi sind also vor allem Leute in Argentinien und Guido, der jetzt in Europa ist, aber genau, und es wächst jetzt langsam auch und es gibt jetzt gerade ein aktuelles Projekt, das ist der Liebe der Router und das ist eine Kooperation aus mehreren verschiedenen Projekten auch in in Afrika, in Südafrika und sind auch Leute in Australien beteiligt und in anderen Teilen der Welt. Und der Bau von Gifinet zum Beispiel. Genau. Grundsätzlich sind es Mesh Networks und die Software, die auf den Routern drauf ist, ist Liebe der Mesh. Genau. Habt ihr Fragen? Irgendwelche konkreten Fragen? Weil ich habe überhaupt nicht gewusst, für wen ich reden werde oder wer so da sitzen wird. Noch nicht? Okay. Also ihr seid nicht mit irgendwelchen bestimmten Fragen reingegangen, einfach mal zum Kennenlernen. Bueno. Dann zeige ich euch mal. Hi. Ich bin auch keine technische Person. ¿Cómo abro el servidor para... Bueno, el server para... Hello. ¿Cómo? Quiero mostrarles dónde están los... Okay. Y no hice un... Hyperlink. Ja, por eso. Ja. Eso digo. Ah ja. Na gut, aber die Netzwerke, die wir, also die es gibt jetzt aktuell, sind in Argentinien, in der Nähe von Córdoba, in der Nähe von der Stadt. Da habe ich auch gewohnt eine Zeit lang mit ihnen und mit aufgebaut. Und die Workshops sind vor allem, also ich habe vor allem bei ein paar Workshops mitmachen können mit ländlichen Regionen. Und normalerweise ist es so, dass halt Leute sich melden bei Alter Mundi und sagen, hey, wir brauchen, also wir würden gern Internet installieren. Und dann beginnen wir halt zu, also ihnen zu sagen, was alles vorbereitet werden soll. Und sie kaufen dann die Hardware selber ein und organisieren sich.
Und wir in letzter Instanz, aber wenn dann schon alles gekauft ist, das ganze Equipment dort ist für das ganze Dorf, mehr oder weniger, dann fahren wir hin und geben einen Workshop. Und ein paar Besuche gibt es halt vorher, um zu schauen, wie wir das dort aufbauen können mit den Leuten. Und ich war bei ein paar Workshops dabei und wollte euch ein paar Fotos zeigen. Ja. Porque no muestro las mapas. Okay. Also wenn es euch interessiert, könnt ihr die ganzen Netzwerke in Lateinamerika auf der Libre Map sehen. Keine Ahnung, ob ihr die kennt. Wahrscheinlich. Oder nicht. Nein. Aber es geht gerade nicht. Genau. Neues Internet. Ah, okay. Genau. Wo ich auch dabei war, ist in Brasilien. Also in Brasilien gibt es jetzt auch Netzwerke mittlerweile. Das war ein Projekt in Fumaça. Das ist in der Nähe von Resende im Bundesstaat Rio de Janeiro. Und da haben wir nicht nur ein... ein Community-Netzwerk aufgebaut mit Routern, sondern auch ein BTS installiert und für Henning die Infrastruktur aufgebaut. Genau, das war ein recht spannendes Projekt von einer Woche, wo wir dort waren. Und das Netzwerk funktioniert weiter. Das BTS haben sie dann irgendwie woanders installiert, weil in Brasilien gab es diese Verschmutzung vom Fluss, keine Ahnung, ob das mitbekommen hat, diese schlimme Verschmutzung von einer Goldmine. Und viele Leute wurden umgesiedelt und dann haben sie dort das eingesetzt. Genau. Das ist in Buenos Aires und da kam eigentlich Guido und Nico auch her von diesem Netz. Also das war eigentlich Buenos Aires Libre, das war das erste Netzwerk. Da haben sie begonnen, ihre Experimente zu machen und dann ist der... also das sind so die Anfänge quasi. Und dann hat der Guido im Delta gewohnt, das ist ein Flussdelta in der Nähe von Buenos Aires. Und dort schaut das Netzwerk so aus. Also heutzutage auch ein bisschen anders schon, aber ein paar Router sind auch heute noch unter Flaschen und irgendwo auf den ganzen Moschen, wie heißt das auf Deutsch? Stegen, genau. Genau, und das ist ein Netzwerk in einem Flussdelta eben. Dann in Quintana eben, das ist das, was ich gemeint habe, in der Nähe von Córdoba, haben sie begonnen eben dieses Netzwerk zu bauen, zuerst nur in dem einen Dorf, wo die Leute gewohnt haben, also wo Nico und Jesse wohnen, die eben auch Teil sind von Alta Mundi. Und mittlerweile sind es einige mehr Dörfer, die verbunden sind. Genau, und die Workshops schauen so aus in Argentinien. Also die Leute kaufen alle ihr Equipment und kommen zusammen und dann bauen sie gemeinsam mit uns quasi die Boxen, wo halt die Router reinkommen. Ihr arbeitet alle mit gekaufter Software oder Hardware, oder? Nicht gekaufter, sondern mit gekaufter Hardware. Aber also mit fertigen, mit Routern und macht nicht irgendwelche Veränderungen, oder? Ja? Also so, dass man es aufs Dach gibt und so weiter? Was sagst du? Macht ihr eh auch? Ah ja, okay, cool. Ja, dann ist es eh ähnlich. Genau. Also die Boxen eben. Und die Kinder werden halt auch immer mit einbezogen. Es ist halt immer sehr gemischt, die Leute, die kommen zu den Workshops. Oder die halt einfach dort sind und das brauchen. Und heutzutage, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, aber das ist so das größte Netzwerk, das Alta Mundi, also wo Alta Mundi einfach involviert ist. Und da ist eben... also ich weiß nicht, das ist José de la Quintana, das ist, wo es begonnen hat. Das ist verbunden jetzt mit anderen Dörfern auch. Und es gibt eine Kooperation mit der Universität in Córdoba. Und das sind 80 Kilometer bis dorthin, ne? Son 80 Kilometros. Bueno.
Und sind auch ein paar, also da dazwischen sind, da ist ein großes Gebirge. Also da. Und dann ist danach noch ein anderes Dorf, das ist Nono. Und die sind so verbunden halt über weitere, wie sagt man, Jumps übers Gebirge. Ha? Überhaupt, genau. Voll. Quantos Nodos hay hoy en día? Also 200 Häuser sind verbunden halt circa insgesamt. Genau. Das ist oben im Gebirge. Man muss mit Allradautos rauffahren und es dauert einen ganzen Tag, wenn irgendwas verändert werden muss. Deshalb ist diese Verbindung auch schon öfters zusammengebrochen. Aber genau. Was? Da sind Solar. Ja, wo bekommt ihr denn in so einer Location Strom her? Ist das alles Solar oder? Genau, da oben sind Solarpanels installiert gemeinsam mit, also das haben wir alles gemeinsam gemacht. Am Tag war ich auch dabei oben und genau, also Solarpanels und die werden das ganze Jahr über halt genau betrieben. Und in der Nähe gibt es eine Schule, mit der ist das jetzt auch verbunden. Schade, dass man das nicht sieht auf der Karte eben. Genau. Das aktuelle Projekt ist der Liebe-Router. Über das Projekt erzählen dann auch Guido und Pau in einem anderen Talk. Ich weiß nicht wann. Morgen. Morgen? Cuando es el Talk der Liebe-Router? Am Freitag? Ja. Am Freitag. Um wie viel Uhr? No sabes. Okay, aber auf alle Fälle aufgrund dieser Erfahrungen eben in Lateinamerika, also weil wir waren halt auch in vielen verschiedenen Ländern und haben dort eben dasselbe Modell quasi implementiert, sind wir halt drauf gekommen, dass es super schwierig ist mit den Materialien oder auch, dass dieses Ganze selber aufmachen, Box bauen und so weiter, dass man halt an seine Grenzen stoßt teilweise, weil die Leute das zum ersten Mal machen oder es gibt nicht einmal dieses Equipment, weil wir halt irgendwo am Land sind oder es gibt die Router nicht und aufgrund der neuen Bestimmungen eben auch dieses Gesetzes, dass eben die Router auch nicht mehr geflasht werden können. Ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber das ist irgendwie so das Resultat, ist irgendwie diese Idee entstanden, diesen Liebe-Router zu bauen. Genau. Und da, das ist eben das aktuelle Projekt und das ist eben ein Hardware, ein Open-Hardware-Projekt, über das dann auch mehr euch Bau und Guido erzählen können. Genau. Ich habe sonst eigentlich, also keine Ahnung, ich wollte schauen, was ihr für Fragen habt oder genau, können gerne ein bisschen drüber reden oder Guido kann sicher auch was erzählen aus seiner Perspektive, weil ich habe eine Zeit lang mitgewohnt und mitgearbeitet mit ihnen, aber die ganzen technischen Sachen und so kenne ich nicht, aber ich finde es eben gerade voll, ich fand es aus der sozialen Perspektive sehr spannend, dieses Projekt, wie sich Communities eben selber verwalten und dann selber ihre komplette Infrastruktur aufbauen können und wie das möglich ist mit so einem technischen Background oder ohne halt eben, genau. Ja? Ich wollte mal fragen, wie viel, how many routers are there? How many nodes? How many nodes? How many? Yes, yeah. I've missed the first half. So yeah. Okay. Yeah, like you said, it's. Yeah, it's maybe a couple hundred nodes or a couple hundred houses, mostly. Okay, yeah. How is it? Because you are offering, of course, a service which is appreciated by the people. And is there any reaction from, let's say, commercial providers which see that there may be a market which they don't cover and so they push you out after a short time? Did something like this happen or? It didn't happen yet because normally the thing is like they already tried to connect with like providers and the providers are not interested at all. Like they don't want to offer it because it doesn't, like the it doesn't bring enough money in order for like, yeah,
because the infrastructure would be more expensive, no, to put there. Okay. But like in Quintana now, a new provider, like in this town where we said, like a new provider now started also offering service, but still the community network keeps working. No, it didn't work. I don't know if anything like that happened, that after employing a community network, a provider came in. What happens sometimes is that the community themselves find different providers, and then because the infrastructure of the village is already covered, they have another access point. Like, I don't know if it was clear on this picture, like there was one town that was just connected with like because of the hop on this mountain, and because this mountain hop was really really difficult to maintain, we actually told the people from the village that it would make sense that they search another entrance, like yeah, another access point, no, like close to there. And now I think they have a new provider there as well. So yeah, but like not in a way that like afterwards the community network crashed. It's pushed out or something. Exactly. Yeah. No. I would like to know who is running and maintaining these networks in the long term. Do you have to continuously do like tech support, or do you train the communities in how to maintain their own networks? Yeah. It's a mixture. Like, I think like the whole, I don't know exactly what they're doing normally when they put themselves into, like you can maintain the networks from outside, but like the infrastructure itself is maintained by the local people. That's what I know. Maybe you wanna tell a little bit further. Yeah, so all the workshops and things are, the idea is that the people can maintain the network themselves. There are some very specific technical problems with routing protocols and things like this that happen every once in a while, and that we debug ourselves, like more technical people. But the daily maintenance is done by the people. Yeah. Yeah. And because this is Germany, so do you run into trouble with like governments or regulatory bodies or anything like that, or is this not problematic to just go up a mountaintop and put up a router and then you're done? Yeah, basically the state is not there. So there is no conflict, and when there is an interaction, it's normally kind of supportive. And also Nico, one of the members of Altamundi, is really focusing on getting his voice into like governmental organizations, or like in the organs, in order to be part of it. I think they founded a commission for community networks recently in Argentina as well, and like he's really active, and he sees himself that is really important to put like also pressure on, or like also being present when they talk about community networks, because like the government talks about community networks, but they don't have any players, they don't have actually people maintaining it. So like Nico really focuses on this part as well, and like on the EGF, in the Internet Government Forum, and like the just, yeah, I don't know, like he really tries to be there as well. And yeah. In Brazil, it was different as well. Like, it depends. Each country in Latin America is really different in terms of the usage of the spectrum. So in some other countries, it might be a bigger problem. So we always have to evaluate, and like we talked with the people. But yeah. No? Anything else? What routing protocols do you use? Is it something like mesh routing protocols, or is it BGP or something like that? It's a mixture. Like we are running two routing protocols for different functions. One is Batman Advance, and the other is BMX.
6 or BMX 7. So we have like layer 2 clouds meshed with Batman Advance in the towns, and we do the layer 3 routing between towns with BMX. That's the Libre Mesh. Any wishes? Any questions? Any it's 3 already, so... Yeah, Pau is gonna talk about Giphy, no? And we're also cooperating in the Libre Router project, actually. So we'll